glaube, der DFB, aber auch ganz Fußball Deutschland können unglaublich stolz sein auf diese Mannschaft und wie sich der deutsche Fußball nicht nur jetzt im Halbfinale gegen Brasilien präsentiert hat, sondern auch insgesamt bislang. Für mich war überragend zu sehen, wie die Mannschaft, wie der Trainer hinterher reagiert haben und den Ball sprichwörtlich flach gehalten haben, von Demut gesprochen haben, von Respekt und von Mitgefühl auch mit dem brasilianischen Volk und mit den brasilianischen Spielern. Ich glaube, es war eine hohe emotionale Größe auf dem Platz und Ausstrahlung und das hat mich beeindruckt. Aber dennoch freue ich mich auf einen richtigen Schlager, auf einen richtigen Kampf und auf einen richtigen Fight von den beiden Mannschaften. Es geht um Einzug ins Finale. Ich glaube, dass wir das, ich tippe eigentlich nicht. Muss ich wahrscheinlich, ne? Muss man Entscheidungen treffen, ne, als Vorstandsvorsitzender? Ja, also ich würde sagen, Argentinien kommt ins Finale. Und dann? Und dann schlagen wir Holland. Dann schlagen wir Argentinien, ja? Klar.